Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Zurück bei der guten Ivy. Die hat hier gleich drei Männer am Stissel. Und jetzt keinen mehr. So, da drüben ist noch eine Truhe, die können wir uns noch mitnehmen. Ich bin jetzt gerade noch hier, wo der letzte Part auch beendet wurde. Und nehme direkt noch eine weitere Runde auf, höchst in die Truhe. Die ist unterirdische, komme ich da runter. Muss ich hier irgendwo runter gehen. Nichts als nur die allerbeste Qualität. Machen Sie sich selbst ein Bild. Mal schauen, wo es denn hier runter geht. Wenn ich das jetzt nicht gleich finde, dann ist es auch nicht so schlimm. Müsste hier unten ja irgendwo reingehen eigentlich. Tut's aber nicht, also okay. Dann, egal. Dann scheißen wir auf die Truhe und schauen mal, was es jetzt noch so zu tun gibt. Da oben hat's jede Menge Charles Dickens, Charles Darwin Missionen. Da unten ist die nächste Eevee Mission. Da oben wäre auch noch eine, die ist aber ewig weit entfernt. Das heißt, ich würde sagen, wir machen weiter mit einer weiteren Charles Dickens Erinnerung. Höllenglocken heißt die. Und dann gucken wir mal, was es damit sich auf hat. Also auf jeden Fall wieder irgendein mysteriöser Fall vom Ghost Club, dem wir ja beigetreten sind. Vorher geht es aber erstmal noch frisch fidel über die Themse, über diverse Schiffe. Da können wir unseren guten Seilwerfer wieder benutzen. Oh, da ist ein Fight Club auf dem Boot. Moment. Tut mir leid, wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich den natürlich gleich mit. Bei dem können wir mal alles auffüllen. So, dann sind wir voll, was das angeht. Die Truhe haben wir schon geplündert. Aber damals hatten wir den Boxkampf noch nicht freigeschaltet, sodass wir selber boxen können, was wir jetzt nämlich können. Hier zu dem Kollegen. Da ist er ja. Keine Sorge, wir sagen den Poolern nichts. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich sterbe vor Langeweile. Jetzt aber in den Ring mit ihm. So, dann darf auch die gute Ivy mal austeilen. Die kann das hier absolut schickes Top, was sie da anhat. Und bandagierte Hände, sodass es richtig fett aufs Fressbrett gibt für die Kollegen. Aua, brutalster Armbrecher. Bam, Ivy. Kann ich die Ivy nochmal zeigen, so. Sieht auf jeden Fall sexy aus, die gute Ivy. Und kann zudem noch mega krass austeilen. Bam. So, das war der erste. Doppelkonter, sehr nice. Da kam noch einer. So, ein bisschen aufpassen. Ich werde doch nicht nachlässig, komm doch her. So, hier. Bam, da kannst du einen nachlässig hinstecken. Bam, Knie in die Fresse. Bam. Au, der Arm. Aua. Höchst ungesund. Nice, wir machen natürlich weiter. Die gute Ivy geht da enorm ab. So, Level 3er Dickerchen. Und tschüss. Das war er. Alter, wie die Ivy austeilt. Aua. Aua, der Arm. Das kann nicht gesund sein. Der signifikante Schaden ist halt auch hier mega nice. Bam. Aua. Alter, aua. Naja. Die gute Ivy fett am Kämpfen. So, jetzt noch der letzte Kampf. Dann schauen wir mal. Ah, den habe ich nicht kommen sehen. Hat er mir eine gewischt von hinten, der gute Kollege. Bam. Au, Ivy. Nice. So.
Naja, ich bin flink und zwar viel flinker wie ihr Klötze. So, bam. Entscheidender Vorteil von Ivy gegenüber den Männern. Sie ist viel flinker. Bam. Und Jacob macht das Ganze mit purer Kraft und sie macht es eben über ihre Schnelligkeit. Und ihren Armbrecher, der echt mega brutal ist. So, badum, das ist wohl der letzte. Bam, bam und badum. Tja, der sagt wohl nichts mehr. Die gute Ivy. Oh, es gibt noch einen letzten Kampf. Doch nicht nur 4 Kämpfe, sondern 5. Jetzt gibt es auch Level 5 Typen. Das heißt nochmal eine Ecke härter. Schauen wir mal. Ja, da war ich einen Tick zu langsam mit dem Konter. Aber auch da klappt der Armbrecher. Move. So. Ja, dann fallen wir doch mal in den Rücken. Pass mal auf, dass es dir nicht ungesund bekommt. Balloons. Alter. So, noch jemand? Ah ja, er hier. Er traut sich nur nicht. Jetzt ist er da. Der hat Boxhandschuhe an, der Gute. Bringt ihm genau gar nichts. Ein spektakulärer Kampf, my lady. Meine Freunde, jubelt so laut wie ihr könnt. Für unsere neue Meisterin. Nice. 5 Sterne, absolut mega geil. Vor allem dazu dann noch auf einem Schiff. Auch mega cool, dass man auch mit Ivy boxen kann. Und ich schau mal, ob der Göttinnenstockdolch. Nee, der ist schlechter. Dachte ich mir schon. Wenn ich mir den verbessern, dann ist er genau gleich wie unser Maya-Stockdolch, alles klar. Sir LeMay-Stockdolch. Oh, Charles Dickens-Stockdolch. Den bekommt man dann, wenn man alle Charles Dickens-Erinnerungen abschließt. Aber wir könnten die Ivy mal 9 Stock gönnen. So. Ah, wir hätten ja eigentlich auch gleich einen für... Okay, wir haben noch gar keinen für Level 6 frei. Doch. Der Obsidian. Wir können den sogar herstellen. Machen wir mal. So, hergestellt. Und jetzt könnten wir den ja noch... Ah, okay. Rein theoretisch dann noch... Alter, verbessern. Wenn wir genug Geld haben, dann mal wieder. Jetzt müssen wir erstmal wieder Geld sammeln. Und wir waren ja eigentlich, wie gesagt, eigentlich auf dem Weg nach da hinten. Zur Charles Dickens Mission. Das Ganze hat jetzt zwischendrin minimal länger gedauert als geplant. Dafür hatten wir eine mega nice Box-Session noch im Programm. Und ja, wie gesagt, jetzt machen wir noch die Charles Dickens Mission. Ich kümmere mich jetzt mal nicht hier um die Mission daneben dran, sondern gehe hier mal straight durch, dass wir hier auch mal was, noch was hinbekommen. Ich habe probiert mit dem Greifhaken irgendwo hin, aber das ging nicht. Und deswegen müssen wir mal schwimmen, so wie es aussieht. Die gute Ivy. Können wir eigentlich auch tauchen? Nein, können wir nicht in diesem Assassin's Creed, alles klar. Dann ist das auch schon mal durchgecheckt. Wenn man schwimmt, konnte man mal tauchen, also untertauchen, was die Gegner nicht gesehen haben, dann kommt man halt besonders gut an Schiffe ran. Aber das ist hier ja auch nicht so nötig, weil es erstens nur die Themse gibt, wo es Schiffe hat. Und zweitens man da einfach auch so drauf hüpfen kann, ohne dass einen jemand sieht, wenn man irgendwo an der Seite drauf hüpft. Von dem her ist das Ganze entspannt. Westminster empfohlen ist Level 9, das heißt, hier sollten wir auf keinen Fall irgendwelche Streitigkeiten anzetteln, sonst haben wir ein Riesenproblem. Und Charles Dickens ist mal wieder in irgendeinem Pub, in irgendeiner Bar, da wo auch immer ist, nämlich da, wo das Ale fließt, das englische Bier. So, schauen wir mal. Enthüllen Sie die Wahrheit hinter einigen paranormalen Diebstählen. Und da singt jemand, aber wir starten mal die Mission. In letzter Zeit gab es eine Flut von recht verblüffenden Diebstählen in der Stadt.
Diebstähle in London sind wohl kaum übernatürlich. Zuerst erschienen sie wie normale Diebstähle, aber die Täter haben alle ausgesagt, dass sie unter dem Einfluss einer übernatürlichen Macht standen. Ich glaube zwar auch, dass Kriminellen vor dem Gesetz jede Ausrede recht ist. Jedoch haben diese Diebe alle das Gleiche vorgebracht. Sie sagen, sie wurden von einem Dämon kontrolliert. Würden Sie den Fall untersuchen? Einer der besessenen Verbrecher befindet sich just in diesem Moment hinter Gittern. Sie sollten Ihre Suche dort beginnen. Alles klar. Interessant und wieder eine neue Ghost Club Mission von Charles Dickens. Die sind mega interessant, aber manchmal auch wirklich strange, muss ich sagen. Aber gut. Da oben. Wir sollen also in die Polizeistation hier. Scotland Yard. Da sind wir richtig. Und wir sollen nach oben gehen. So. Noch eins nach oben. Geht's denn hier noch nach oben? Hier. So. Was hat er getan? Er hat das hiesige Pfandleihhaus überfallen. Ein Dämon hat mich gezwungen. Ich erinnere mich kaum. Das ist das Komische. Ich habe noch nie vorher irgendetwas gestohlen. Nehmen wir an, ich glaube Ihnen. Wie wurden Sie gezwungen? Darauf antwortet er mal nichts. Na toll. Auf jeden Fall. Moment mal, da ist eine Truhe. Die Frage ist, juckt es die, wenn ich die beklaue? Keine Ahnung. Nö, stört die nicht. Okay. Dann ist ja gut. Dann kann ich mal den Polizisten ihr Gehalt abknüpfen. Ich brauche doch jetzt eh wieder Geld für den neuen Stockdolch, um den noch zu verbessern. Wir sollen mit dem Pfandleiher reden. Alles klar. Dann schauen wir mal, wer die kontrolliert, ob die wirklich kontrolliert werden. Das wird noch eine interessante Geschichte. Da vorne hat es irgendwo auch noch einen Aussichtspunkt, den wir noch nicht erkundet haben. Den könnten wir vielleicht auf dem Weg mal mitnehmen, wenn wir eh in die Richtung müssen. Mal schauen. Auf jeden Fall wird das Ganze hier noch interessant. Denke ich mal. Die Nebenmissionen sind eh allgemein recht schön gestaltet und rausgearbeitet, muss ich sagen. Ah, okay, der Aussichtspunkt ist da oben auf der Säule. So. Hep. Dann nehmen wir den natürlich noch mit. Wenn wir denn schon mal hier sind. Die schöne Riesensäule hinauf und ganz nach oben. Ivi. Ohohoho. Ich hatte schon Angst, sie springt runter. Weil die nicht gegen die Statue gelaufen ist, sondern vorbei. So, dann synchronisieren wir hier mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir den schon mal synchronisiert haben. Ich weiß nicht warum. Vielleicht gibt es ja mehrere von den Statuen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Bin ich so der London-Experte. So. Zur Mission geht's nach da vorne weiter. Den Aussichtspunkt auf jeden Fall noch mitgenommen auf dem Weg. Und jetzt muss ich also wirklich mal gucken, dass ich mal zu Potte komme und nicht hier immer in London rumdümpel. Komme ich da hoch? Ja. Immerhin. Dann kann ich den Weg übers Dach machen und muss nicht um das Gebäude rumlaufen. Ist auch ganz praktisch. Und dann sind wir auch gleich schon da. Schauen wir mal, was der Herr Pfandleiher so sagt. So. Einmal frisch über die Hecke gehüpft. Und wo ist der Gute denn auf der anderen
Seite wahrscheinlich. Auf der anderen Straßenseite, genau. Ach, wie unnötig. Hier noch ein Laden. So. Herr Pfandleier. Erzählen Sie mir von dem Überfall. Da gibt's nicht viel zu sagen. Viele Gegenstände kamen vom gleichen Verkäufer. Enzio Capelli, Zauberkünstler, ein berühmter Schausteller aus Italien. Vor ein paar Wochen musste er seine Familienerbstücke verpfänden. Schulden. Ich habe die Adresse der letzten Person, die etwas von ihm ausgelöst hat. Eine hübsche Perlenkette. Hilft Ihnen das? Absolut. Nicht schon wieder. Haltet sie auf. Stopp. Haltet die Diebin auf. Hey, ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Komm, komm, komm. Nein, ich hatte sie fast schon. Oh, schon wieder eine Diebin. Die sieht gar nicht so aus, als ob die jetzt alltäglich hier irgendwas klaut. Die Tante. Komm, Evie. Ah, wir waren fast schon dran. Ganz am Anfang. Wir sind ganz knapp dran. Komm, Evie. Ah, die ist verdammt schnell, die Olle. Um das mal so im deutschen Sprachgebrauch zu sagen. Ah, ich komme einfach nicht ran. Komm, Evie. Boah, die ist echt mega schnell. Aber die weiß zum Glück nicht so wirklich, wo sie hin will. Dadurch kann ich ein bisschen abkürzen und aufholen. Aber nicht wirklich. Komm jetzt. Boah, Evie. Boah, zum Glück. Wo bin ich? Was ist geschehen? Sie haben etwas im Leihhaus gestohlen. Es ist alles so verschwunden. Aber ich erinnere mich an etwas Silbernes vor meinen Augen. Dann war da eine Art Glocke. Ehe ich mich versah, stehe ich hier bei Ihnen. Meine einzige Spur ist der mysteriöse Käufer. Den letzten Käufer aufspüren. Schauen wir mal, wir haben 5 neue Datenbank-Einträge. Schauen wir mal. Wir sind ja ein bisschen jetzt rumgekommen, das Strand. National Gallery, die Nelson-Säule, Scotland Yard und Trafalgar Square. Dazu das Gebäude der Royal Society. Alles klar. Und dann gucken wir mal nach dem letzten Käufer. Suchen den mal. Ich habe keine Ahnung, ob wir da schleichen müssen oder nicht. Was geht da drin ab? Hä? Genau soll der sein? Ach, da drüben, okay. Dieser Kerl könnte mich zu dem Dämon führen. Okay, wir müssen ihn verfolgen. Ohne entdeckt zu werden und auf demselben Wagen wie der Dieb klettern. Alles klar. Ziel ist zu weit entfernt, ja. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Wie ohne entdeckt? Alter, wie? Genau. Okay, das ging ein bisschen schnell, wie ich da entdeckt wurde. Okay, tut mir leid, das habe ich ein bisschen verschüsselt. Ich dachte nicht, dass der da so schnell da rauskommt und es sofort entdeckt, dass wir, also das Entdecken heißt, dass er uns sieht und nicht Entdecken im Sinne von Auffliegen. Also das war schon ein bisschen arg heftig, finde ich. Auf jeden Fall ist Evie ganz gut im Schleichen, das heißt, wir kommen da recht gut hinterher. Und hier können wir in der Masse untertauchen. In der Menge. Oh scheiße, das ist nicht gut. Scheiße, weg, 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 weg. Ah Mist, der kommt jetzt her, oder? Der sieht uns hier immer noch. Na, das war nicht gut. Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Der hat uns gesehen. Und gibt Fersengeld. Ich weiß nicht, ob ich seinen Wagen noch krieg jetzt. Der rennt jetzt so weg. Die Mission ist eh irgendwie für den Arsch. Weil er jetzt wegrennt. Ich habe keine Ahnung. Ich soll ihm ja eigentlich nur folgen. Das heißt, okay. Das war jetzt alles ein Witz, weil der jetzt weggerannt ist, weil wir aufgeflogen sind.
und deswegen ist er auch nicht in die Kutsche da eingestiegen, vermutlich. Das heißt, wir konnten da ja gar nicht drauf klettern, weil er ja auch nicht rein ist. Und jetzt rennen wir ihm einfach hinterher, da wo er dann mit der Kutsche hingefahren wäre. Naja. Kann man auf jeden Fall besser lösen. Das ging ein bisschen schief, würde ich sagen. Ganz klar, Hypnose, wenn der so unter einem Bann steht. Enzo Capelli, nehme ich an. Sie sind also für den Diebstahl ihrer eigenen Juwelen verantwortlich. Oh oh. Sie befinden sich auf dem Holzweg, nicht wahr, mein Kind? Oh oh. Ja, ich befinde mich auf dem Holzweg. Nein, Evie, nein. Moment. Sie befinden sich auf dem Holzweg. Und jetzt werden sie sehr, sehr müde, nicht wahr? Ja, ich bin sehr, sehr müde. Jetzt werden sie einen klitzekleinen Auftrag für mich erledigen, nicht wahr? Oh. Oh. Welch geflügeltes Benehmen. Was ist passiert? Wo bin ich? Sie wurden wegen Diebstahls verhaftet. Wirklich faszinierend. Ich kann mich an nichts erinnern. Bringen wir sie hier raus. Dank meiner Beziehungen werden sie nicht angeklagt, da sie sich nicht unter Kontrolle hatten. Sei frei, kleines Hühnchen. Na toll, da wurden wir also auch hypnotisiert. Mist. Hat also weniger gut funktioniert. Und ja gut, wie gesagt, das mit dem Optionalen, das eine hat das andere nach sich gezogen, aber mega cool, dass der mit... dass der Leute hypnotisiert, um sein eigenes Zeug zu klauen, das er nicht halten konnte, weil er zu wenig Geld hat, der Capelli. Interessant, interessant. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.